Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Microhouse TV zu einer weiteren Folge von Satisfactory. Wieder zusammen mit dem Benny. Hey. Ja, heute ist Upwards Time. Ja. Ja, du. Was machst du? Ich bin gerade bei den Raffinerien. Ja, ich jetzt auch. Oh, die sind weg. Echt, okay. Sind ja nur ein paar Klicke. Ja, so. Also wir haben uns jetzt gedacht, wir machen erst oben die Halle leer, dann bauen wir oben die Wände und alles ab. Ja, und dann. Ey, die wollte ich gerade wegnehmen, aber gut. Dann mache ich hier weiter. Sorry. Und dann fangen wir Stück für Stück auf, die Halle hier aufzubauen. Ja. Ich würde die halbe Typ erstmal noch sitzen lassen. Ja, bis später. Die... Früher oder später kommen die eh weg. Ja. Aber ja. So. Jetzt so, bis wir hier oben alles abgerissen haben, können die noch bleiben. Ja. Aber danach müssen sie weg. Exakt. So, wir werden wahrscheinlich außen auch ein bisschen was umbauen müssen. Sehr wahrscheinlich sogar, ja. Ah. Nur blöd, dass wir jetzt nicht wissen, welches Förderband was produziert. Weil da ist ja nichts mehr drauf. Wir wissen nicht, was ist. Ja gut, dann können wir ja nachher wieder die Miner alle anschmeißen. Ich würde aber sagen, wir rüsten dann tatsächlich alle Miner auf MK2 um. Ja, und machen alle ordentlich. Genau, alle einfach damit vernünftig aus, quasi. Alle Förderbände ordentlich, ja. Die werden alle vorne sortiert, davor ist es natürlich komplett das Wirrwarr und ab dann ist es ordentlich. Ja. Den Strom nehme ich auch weg, ne? Ja, ja. Alles. Naja, dann können wir die Hypertypes eigentlich auch abreißen, in der Theorie. Ja, das stimmt wohl. Ohne Strom laufen die auch nicht mehr. Ja. Aber sie haben noch Strom. Ich bin gespannt, wann mein Inventar voll ist. Ich hab meins gerade extra geleert. Ich nicht, deswegen. Ich habe einfach mal im Lager den ersten Container auf der linken Seite zu einem Müllcontainer umgewandelt. Ach, dann hat er noch im Boden gemacht. Ja, ja. So. Den erwischt. Geht aber schneller als ich dachte. Ja. Warum liegen hier Barren? Weiß es nicht. So. Mikrofon muted. Mikrofon activated. So. Gut. Die Geländerglocke als nächstes, ne? Ja, ich bin schon an den Wänden dran. Der Container steht ja minimal im Weg, ne? Dann reiß ihn auf. Ja, ich habe auch nicht genug Metallplatz. Achso, dann habe ich ihn für dich abgerissen. So. Naja, kommt das noch weg? Ich bin ja gespannt, wie unser Halle danach aussieht, ne? Ich habe gerade aus Versehen zwei Stück von der Manufaktur abgerissen. Ja, dann bauen sie wieder hin. Ja, ja. Das ist gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Und die so. Müssen wir ja eventuell gar nicht abreißen. Die wird stehen bleiben, das sag ich vermutlich. Dir. Sehr wahrscheinlich. Oder vergrößert, eins von beiden. Abgerissen oder vergrößert. Ja, Alter, als ob wir mehr als 60 Manufaktoren brauchen. Glaube ich tatsächlich. Ich hatte hier nicht. Na dann. Ich habe exakt durch das Förderbandtor. Durch die Lücke in der Wand, wo das Förderband hätte durchgehen müssen, ja. War es hinten dran abgerissen. Hm. Muss man auch erstmal schaffen. So. Okay. Die da außen mache ich auch mal weg, alle Fördermänner, die jetzt außen sind. Die Wände werden schon Spaß. Vor allem hast du schon einen Plan gemacht, wie wir oben an die Decke rankommen. Inwiefern, wie wir an die Decke drankommen? Hast du dir mal die Höhe angeguckt? Ja, man kommt dran.
Echt? Ja. Oh, stimmt, lol. Aber ich spawn Kisten. Dann sollst du mal wieder die Kisten aus, kommst du, glaube ich, nicht mehr ran. Nee. Okay, du gehst mal dein Inventar lernen. Und ich kümmere mich um die Kisten. Bodydump. Bam. Einmal runtergedumpt. Zack. Ich würde sagen, wir packen hier vorne in den Container alles rein, der unten steht, ne? Die Sachen, die wir ins Lager laufen lassen, kannst du ja theoretisch auch schon ins Lager laufen lassen. Ne. Theoretisch schon. Also theoretisch schon, ja, aber nee. Dafür ist Heiko dann doch zu faul. Vor allem, weil der Container jetzt einfach voll ist. Außen. Wir werden uns einen größeren hinstellen müssen, wo seit Ewigkeit mal wieder treffen. Ja, der laufen. War dafür ja eigentlich auch nicht da. Ja, ich weiß. Wir könnten uns hier oben jetzt auch einfach natürlich es uns ganz leicht machen. Ja. So. Wir könnten nachher uns mal die Dimension der Raffinerienhalle schon mal angucken. Schau mal, Heiko. Hier Warte. Können wir jetzt einfach alles reinlegen, wovon wir wissen, dass es ins Lager sortiert wird. Was? Hier in den industriellen Lagercontainer. Ja. Und übrigens, wenn du Steuerung gedrückt hältst, ziehst du alles auf einmal rüber, was du von ausgewählt hast. Funktioniert tatsächlich auch. Aber Plastik wird leider noch nicht einsortiert. So, Container ist fast voll. Oh, tatsächlich. Tja, damit läuft alles da unten. Können wir aber tatsächlich auch noch flüssiger machen, warte kurz. Nehmen wir den Rest abklemmen oder was? Nee, beim Rest läuft ja schon nichts mehr rein. Indem wir die, Splitter zwischendrin wegmachen, weil die brauchen immer noch mal ein bisschen länger. Ja. So. So. Jetzt läuft's flüssiger. Ich hätte was von hier, was da hinten von Manufaktoren abgerissen, ey. Aber ja. Ja. Das ist nun mal. Ja, okay, du hast die Hypertubes komplett abgerissen. Ich muss Treppen laufen. Ja. Das ist ungewohnt. Treppen, was ist das? So weit kennst du noch gar nicht, ne? Mhm. Ja. Luxusprobleme. So. Aber wir haben jetzt, glaube ich, fast oben alles weg, ne? Passt, ja. Aber wir müssen auch noch die Schmelzhalle bauen dann später. Ja, also wir wollen jetzt ja hier in der Manufaktorenhalle, die haben wir ja schon stehen, die bleibt auch stehen. Kommt hier die Konstruktionshalle hin, davor kommt eine Schmelzhalle und neben die Schmelzhalle kommt eine Refinery hin, quasi eine große. Und wo kommen die Gießer rein hin? Die kommen mit in die Schmelzhalle rein. Okay. Weil an sich machen sie ja auch Barren, deswegen würde ich die einfach mit reinstellen. Also ich wäre dafür, dass wir erstmal alles zupflastern. Mit Stein. Wie mit Stein? Mit den Fundamenten. An sich schon, ne? Und dann planen wir, wie groß es werden muss. Nee, wir pflastern alles zu damit. Ja. Dann haben wir genug Grundstein. Ja, und bauen immer im Raster. Ja, und dann gucken wir einfach hin, wo wir jetzt einfach die Wände setzen müssen, ne? Exakt. Das Abreißen dauert aber Ewigkeiten. Yes. Vor allem jetzt nur die obere Schicht, ne? Wir müssen leider untergeschaut auch mal wegreißen. Kann man so überlegen, ne? Also, wenn das alles ins Lager läuft, ne? Wie voll das danach sein wird. Und sollte das Fließband hier nicht mehr laufen, heißt es, dass unten was überfüllt ist. Ja. Dann müssen wir unten sofort reagieren. Ein weiterer Container drauf, ne? Auf das, was überfüllt ist. Richtig. Das könnte eventuell sogar bei Zement passieren, ich weiß es nicht. Ich glaube, für die nächste Folge hole ich noch uns jemanden herbei, der uns beim Abriss hilft. Ja. So, Julian, Florian, Mike. Alle.
Ah, nee, nee, man kann ja zu viel spielen. Ich finde, so von, aus diesem Winkel her, die Manufakturhalle sieht schon geil aus. So, dieser riesige Klotz da. Ja. Naja, mal gucken, wie der Umbau nachher ist. Weil ich meine, ich möchte den, das Lager auch nicht so offen haben. Ne? Ja, wir müssen das Lager theoretisch noch weiter. Ich glaube, wir werden das noch verlegen müssen. Wir müssten das Lager eigentlich umlegen. Ja, deswegen. Also ich glaube, wir werden das irgendwann verlegen müssen. Dann sollten wir das jetzt machen, bevor wir noch mehr Material reinlaufen lassen. Nee, weil wir müssen erst im Konstruktion... Verdammt. Wir laufen haben. Oder... Wir lassen das Lager... Okay, wo könnten wir das Lager denn in der Theorie hinstellen? Das ist eine gute Frage. Ich komme nicht mehr raus. Was hältst du von? Wo bist denn du? Quatsch, Rampe. Ah, danke. Ja. Was hältst denn du von... Warte. Da. Da, wo jetzt gerade der Fabrikator steht. Da so auf dem Gelände, weil das ist eigentlich riesig. Wenn man auf dem richtigen Höhenlevel baut, ist es riesig. Ja. So auf dem Höhenlevel vom Fabrikator circa. Problem ist, wir müssen irgendwo den Platz für die anderen Hallen noch haben. Also ich meine, wir haben jetzt hier zweieinhalb Hallen stehen, sag ich mal. Okay, andere Idee. Was wäre, wenn wir da hier das Lager so da hinstellen, sicher? Könnte man auch überlegen. Ich würde halt erstmal planen, wo wir die Hallen hinsetzen. Dann gucken wir, wo wir das Lager hinsetzen können. Okay. Das heißt, wir reißen erstmal weiter ab. Ja. Weil wenn wir nachher sowieso alles zu betonieren, ne? Sag ich mal. Ja. Dann hat man da eventuell auch nochmal einen besseren Überblick. Ja. Genau so sieht's nicht aus. Nicht runterfallen. Hui, das war knapp. Boah. Ich meine, das Lager müssen wir auch noch vergrößern dann. Ja, an sich, wir müssen das Lager erstmal identisch aufbauen quasi, also gleiche Kapazität haben. Ja, dann aber koppeln wir das Lager da hinten an, sag ich mal, ne? Ja. Und lassen alles da reinlaufen. Was hältst du davon, wenn wir das Lager doppelt so breit machen? Ja. Weil dann können wir jeden intelligenten Splitter voll ausnutzen. Ja. Gut. Weil das wäre jetzt nur eine Notlösung wegen dem Stein, wir hätten es nicht breiter machen können. Ja. So, oben ist fast alles weg. Ja. Wie schön, dass du alle Strommasten stehen lassen hast. Ja, das mache ich danach dann. Oder wenn du dich beschwerst, kann ich das jetzt schnell machen. Das geht relativ schnell. Ja, das ist mir egal. Hauptsache, alles ist nachher weg. Ja. Die Strommasten sind weg. Gut. Und was mir gerade auffällt, dadurch, dass ich letztens herausgefunden habe, dass wenn man Steuerung gedrückt hält, mal alles auf einmal verschieben kann, ist das Quarz- und Schwefelproblem auch gar kein Problem mehr. Ich kann alles mit einem Klick in den Mülleimer verschieben und dadurch ist das Lager leer. Hm. Also die können wir auch jetzt nach Belieben umsortieren lassen. Oder? Ja. Ja. Weißt du, was auch geil wäre? Nee, keine Ahnung. Wenn du Steuerung gedrückt hältst, einfach alles löschen kannst. Also heißt einmal alles abbauen. Steuerung. Wie? Boah, mega geil. Was denn? Drück mal Steuerung und geh über mehrere Teile. Hier ist gerade. Ist ein Genie. Ja. Achtung! Einfach mal ausprobiert. Das erleichtert einfach noch einiges, ey. Vor allem, wir können ja nichts aus Versehen abbauen. Es muss ja alles weg. Ja. Na, man könnte aus Versehen, dachte ich mal. Oh, verdammt, ich habe da hinten die Wände erwischt. Ja, die Wände kommen ja auch weg. Nee, aber ich meine jetzt von der Manufaktorenhalle.
Ach so, ja. Na, ah, Mist. So. Wir haben auch immer wieder neue Hotkeys entdeckt, ne? Mhm. Gut, ich gehe dann mal als Stockwerk tiefer. Ja. So, das hätten wir. Ist das Dach oben komplett weg? Ne, da vorne sind ein paar Fundamente. Okay. Sieht so aus, als wenn oben erstmal alles weg wäre, ne? Yes. Achtung. Aua. Sorry, ich habe zu spät gesehen, dass du da noch drauf stehst. So, nächstes Problem, das Lager da oben. Sollten wir jetzt eventuell nach unten holen. Komme ich von hier aus da dran? Okay, und Abbau. Wie so viel auf einmal verschwindet, ne? Ja. So. Oh. Ups, da fehlt wohl jetzt ein Stück Boden. Ja, das kann man hier wieder platzieren, habe ich auch schon geschafft. Ich komme ja nicht mehr raus. Ich habe immer noch keine Rampe da sitzen. Okay, die Stahlplatten sind, glaube ich, voll. Eisenplatten. Nicht Stahlplatten. Was brauche ich für neue Lager? Stahlrohre. Nehme ich mir hier doch ein paar. Ich habe über 1000 Beton. Ja, ich bin hier schon dabei. Bin ja schon dabei, unser Problem zu lösen. So. So, gut, aber das soll erstmal mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wer es noch getan hat. So, aber wir sehen uns trotzdem morgen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.